Hallo und herzlich willkommen bei den Literaturshorties der Buchhandlung Beusen und Mauke. Ich empfehle Ihnen heute von Herzen das neue Buch von Raffaella Edelbauer. Es heißt Dave und ist Anfang des Jahres bei Klett Cotta erschienen. Es ist ihr zweiter Roman, den ich persönlich sehnlichst erwartet habe. Bereits ihr erstes Buch war ja preisverdächtig. Dieses ist es meiner Meinung nach ebenfalls. Und hier befinden wir uns allerdings in einer Welt, die zwar der anderen möglicherweise doch sehr gleicht, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Wir sind in der nahen Zukunft. Der Klimawandel hat unsere Erde nahezu unbewohnbar gemacht. Die einzigen Menschen, die noch am Leben sind, halten sich in einer Art Wohnkomplex auf, hermetisch abgeriegelt nach außen und haben ihre ganze Existenz und ihr ganzes Können, Vermögen und Dasein dem Vorhaben verschrieben, eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, nämlich Dave. Wir folgen der Hauptfigur Sis durch das Buch und das Tolle an diesem Roman ist, dass natürlich es nicht einfach irgendwie eine Art Science-Fiction-Roman mit dem Grundthema künstliche Intelligenz ist, sondern es ist ein Gesellschaftsroman, der uns mit wirklich existenziellen und ganz philosophischen Fragestellungen mit Blick auf unser Bewusstsein und auch unser Zusammenleben mit der Maschine oder mit einer Form von künstlichen Intelligenz auseinandersetzen lässt. Das ist wirklich großartig, es ist durchaus auch unterhaltsam, es ist natürlich anspruchsvolle Literatur, aber ich finde, dieses Buch sollte in jedem Fall auf keinem Nachttisch fehlen zurzeit.